Was geht ab, Mann? Freunde, heute in diesem Video gibt es einen Skin-Contest und gleichzeitig auch ein, wie viel ist sein Outfit wert. Das bedeutet, hier werdet ihr erfahren, wie viel der Skin, die Spitzhacke und das Rückenaccessoire von dem Kandidaten kostet. Hier performen 30 Spieler mit ihren besten Skin-Kombinationen und können eine Minty-Spitzhacke gewinnen. Falls du dieses Format feierst und das nächste Mal auch dabei sein möchtest, like das Video, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und schreib so oft es geht deinen Epic Games Namen in die Kommentare. Ich adde dich und du bist beim nächsten Mal dabei. Schaut euch das Video bis zum Ende an, denn wir haben hier extrem krass teure Skin-Kombinationen dabei. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit dem Video. Wir haben hier auch unseren ersten Kandidaten. Seine Spitzhacke kostet 800 V-Bucks, sein Skin kostet 800 V-Bucks und sein Rückenaccessoire ist von einem 5-Euro-Set. Dieses Outfit kostet insgesamt 2100 V-Bucks, Freunde. Dieser Dschungel-Look ist auf jeden Fall mega geil und ich würde sagen, du bist auf jeden Fall weiter, Bruder. Sein Outfit sieht eigentlich auch mega nice aus, hat hier auf jeden Fall die Battle Pass Spitzhacke. Der Galaxy Skin ist vom Samsung Galaxy Note 9. Ja, dafür musste man damals 1000 Euro hinblättern, um den Galaxy Skin zu bekommen. Das Rückenaccessoire ist von einem Set, was glaube ich 20 Euro gekostet hat. Dieses Outfit ist 1030 Euro wert, Freunde. Aber ich finde die Skin-Kombination nicht so nice. Bruder, du bist raus. Und zwar ist es ein lilaner Skin, den man bekommen kann mit einem Xbox Bundle für 350 Euro oder mit einem Controller, der 50 Euro kostet. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, dass dieser Skin 50 Euro kostet. Hat ihr das Rückenaccessoire, die schwarzen Flügel, das war ein Skin gewesen und hat gekostet 25 Euro und die Spitzhacke, Freunde, 1200 V-Bucks. Wir haben hier ein Outfit im Wert von 87 Euro und ich muss sagen, das Outfit sieht eigentlich mega nice aus. Die Kombination gefällt mir auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall weiter. Komplett in weiß gehalten. Die Spitzhacke ist vom Battle Pass. Der Skin ist von einem Bundle, kostet 25 Euro und das Rückenaccessoire ist auch 5 Euro. Wir haben hier einen Gesamtwert von 40 Euro. Sieht eigentlich mega nice aus, aber ich finde, das Rückenaccessoire passt nicht so gut. Du bist auf jeden Fall raus. Dieser Kandidat sieht mega lit aus. Hat hier auf jeden Fall hier ein 20 Euro Skin. Ein Rückenaccessoire, was man sich freischalten musste vom Battle Pass durch eine Herausforderung, wie auch die Spitzhacke, Freunde. Das heißt, dieses Outfit hier kostet 30 Euro, Freunde. Es gefällt mir, die Farbkombination passen auf jeden Fall gut zusammen. Du bist auf jeden Fall weiter. Dieser Skin sieht auf jeden Fall auch mega nice aus. Vom Dunkel auf Hellblau mega nice. Hat hier ein Rückenaccessoire, was 1200 V-Bucks kostet. Der Skin ist vom Battle Pass und die Spitzhacke ebenfalls. Wir haben hier einen Skin im Wert von 22 Euro. Bist auf jeden Fall weiter, Brudi. Fußballskin, Freunde. Die Dame kostet 1200 V-Bucks. Hat hier ein Rückenaccessoire, was 300 V-Bucks kostet. Die Spitzhacke ist vom Battle Pass. Wir haben ein Outfit im Wert von 25 Euro. Aber ich muss sagen, das Outfit überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Du bist auf jeden Fall raus. Basketball-Skin mit einem gratis Rückenaccessoire. Hat hier eine Spitzhacke, was von einem Bundle ist. Der Bundle hat 20 Euro gekostet. Der Skin hat 1200 gekostet. Wir haben hier einen Gesamtwert von 32 Euro, Freunde. Und ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall mega nice. Du bist auf jeden Fall weiter. Ein Ninja-Skin, Freunde, den man vom Battle Pass kennt. Und die Spitzhacke ebenfalls. Das Rückenaccessoire ist auch von einer Herausforderung. Das gesamte Outfit kostet 10 Euro. Aber es überzeugt mich nicht. Du bist auf jeden Fall raus. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Diese Kombi feiere ich. Das Rückenaccessoire ist vom Battle Pass. Die Spitzhacke ist ebenfalls vom Battle Pass, Freunde. Und der Skin kostet 8 Euro. Das heißt, wir haben ein Outfit im Wert von 18 Euro. Du bist auf jeden Fall weiter. Der nächste Skin ist ein Skin, den man nur bekommt, wenn man sich einen 65 Euro Controller kauft, Freunde. Das Rückenaccessoire kostet 400 V-Bucks. Und von der Minty-Spitzhacke gehen wir jetzt einfach mal aus, dass sie 20 Euro kostet. Wir haben hier ein Outfit im Wert von 89 Euro, Freunde. Die Kombi gefällt mir jetzt nicht so gut. Du bist leider raus, Brudi. Der nächste Skin, Freunde, sieht mir auf jeden Fall mega ähnlich. Mit den langen Haaren und mit dem Bart. Hat hier ein Rückenaccessoire vom Battle Pass. Der Skin kostet 1200 Euro, Freunde. Und die Spitzhacke 1500. Wir haben hier ein Gesamtoutfit im Wert von 37 Euro. Ich feiere den Skin, aber das Outfit, die Skin-Kombo passt eigentlich gar nicht. Du bist auf jeden Fall raus. Der nächste Skin, Freunde, ist die weibliche Nussknackerin. Kostet 15 Euro. Das Rückenaccessoire ist vom Liebesranger und dieser kostet 20 Euro. Die Spitzhacke ist ein Geschenk von Fortnite gewesen. Wir haben hier ein Gesamtoutfit von 35 Euro, Freunde. Die Skin-Kombination gefällt mir gar nicht. Daher bist du raus, Brudi. Der Fischskin, der kostet 12 Euro. Die Spitzhacke kostet 5 Euro. Und das Rückenaccessoire ist vom Battle Pass. Hat einen Gesamtwert von 27 Euro, Freunde. Aber gefällt mir nicht. Fußballskin kostet 8 Euro. Das Rückenaccessoire kostet 25 Euro. Die Spitzhacke 20 Euro. Wir haben hier ein Gesamtwert
Gesamtoutfit von 54 Euro, Freunde. Das Outfit gefällt mir gar nicht und du bist auf jeden Fall auch raus. Hier ist schon der nächste Skin, Freunde, und diesen Skin bekommt man nur durch das Huawei-Handy. Und das Huawei-Handy kostet 1000 Euro. Und das Bad Bling, was er gerade hier hat, ist von einem Skin, was 15 Euro kostet, Freunde. Die Spitzhacke ist eine Minty-Spitzhacke, kostet 20 Euro. Das Outfit hat einen Wert von 1035 Euro und das gefällt mir auf jeden Fall mega. Du bist auf jeden Fall weiter, Brudi. Dieser Skin ist ein Lebkuchen-Skin, kostet 15 Euro, hat hier ein Rückenaccessoire, ist ein Geschenk von Fortnite und die Minty-Pickaxe. Hier haben wir ein Gesamtoutfit von 35 Euro, Freunde. Aber ich finde, die Minty-Pickaxe passt gar nicht zum Lebkuchen, Mann. Du bist auf jeden Fall raus. Ein Weihnachtsskin und dieser Skin kostet 15 Euro. Das Rückenaccessoire ist auch das Original. Die Spitzhacke ist vom Battle Pass. Wir haben hier ein Gesamtoutfit von 25 Euro. Es gefällt mir auf jeden Fall nicht. Du bist auf jeden Fall raus. Hier ist schon der nächste Skin, Freunde. Und dieses Skin-Kombo ist komplett gratis. Das Rückenaccessoire war eine Herausforderung. Und die Spitzhacke ebenfalls, Freunde. Ich finde eigentlich das Outfit ganz nice, muss ich sagen. Du bist eine Runde weiter, Bruder. Der nächste Skin, Freunde, ist ein Bundle und kostet 25 Euro. Da sind mehrere Skins vorhanden gewesen. Und das Rückenaccessoire ist vom Battle Pass, also 10 Euro. Und die Minty-Spitzhacke 20 Euro. Wir haben hier ein Gesamtoutfit im Wert von 55 Euro, Freunde. Aber ich muss sagen, das Outfit gefällt mir gar nicht. Daher bist du auf jeden Fall raus. Der nächste Skin kostet 20 Euro. Das Rückenaccessoire ist von der Roten Ritterin, kostet auch 20 Euro. Und die Spitzhacke kostet 5 Euro. Wir haben hier ein Gesamtoutfit von 45 Euro. Das gefällt mir nicht so gut. Okay, du bist auf jeden Fall auch raus. Die Skelettfrau und die kostet 12 Euro. Das Rückenaccessoire kostet 4 Euro, Freunde. Und hat hier eine Minty-Pickaxe. Wir haben hier ein Skin-Outfit im Wert von 36 Euro. Aber die Minty-Pickaxe und die Farben, ne, die passen gar nicht zueinander. Daher würde ich sagen, nein. Der nächste Skin, Freunde, kostet 8 Euro. Das Rückenaccessoire ist vom Battle Pass. Und die Spitzhacke kostet auch 8 Euro. Wir haben hier ein Gesamtoutfit im Wert von 26 Euro. Wir hatten in der vorherigen Runde ähnlichen Skin. Da fand ich die Spitzhacke von dem davor viel besser. Du bist auf jeden Fall raus. Das ist ein Battle Pass Skin, Freunde. Das Rückenaccessoire ist auch vom Battle Pass. Selbst die Spitzhacke. Wir haben hier ein Outfit im Wert von 10 Euro. Es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Daher würde ich sagen, du bist auf jeden Fall auch raus. Es ist ein No-Skin, Freunde. Und ist komplett gratis. Ciao, Bruder. Der nächste Skin ist ein Ghoul Trooper. Und der Ghoul Trooper kostet 15 Euro. Die Minty Pickaxe kostet 20 Euro. Und das Rückenaccessoire ist von einem Set und kostet 5 Euro. Wir haben hier Gesamtoutfit von 40 Euro, Freunde. Farblich passt es auf jeden Fall. Aber da hätte man auf jeden Fall was Besseres rausholen können. Daher bist du auf jeden Fall auch raus. Der nächste Skin, Freunde, kostet 800 V-Bucks. Und die Spitzhacke ist auf jeden Fall auch vom Battle Pass. Farblich passt diese Kombination mega. Wir haben hier ein Outfit im Wert von 18 Euro. Du bist auf jeden Fall weiter, Bruder. Kostet 12 Euro und hat hier die Battle Pass Spitzhacke. Hat hier aber auch das Original am Backbling. Ja, ich finde das jetzt nicht so originell. Deswegen bist du auf jeden Fall raus, Bruder. Dunkle Farbbomberin. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Kostet 1200 V-Bucks. Das Rückenaccessoire ist von einem Set, was glaube ich 20 oder 30 Euro kostet. Wir haben hier ein Gesamtoutfit im Wert von 62 Euro, Freunde. Ich finde das Outfit eigentlich mega lit, aber die Minty Pickaxe, die catch mich einfach nicht. Du bist auf jeden Fall auch draußen. So, Freunde, das sind auf jeden Fall die Finalistin und wir fangen auf jeden Fall auf der linken Seite an. Du musst jetzt ein Emote raushauen, was zu deinem Skin passt. Auf jeden Fall. Das kommt nice, das kommt nice. Du bist eine Runde weiter. Ein weiblicher Emote zu einem weiblichen Skin. Kommt lit, Freunde. Also Leute, weil ich im Dschungel lebe, habe ich auch was gelernt. Und ich mach's jetzt. Oh mein Gott, Digga. Der kommt krass, der kommt krass. Für welchen Emote entscheidest du dich? Für den, weil der passt auf mein... Also, ich entscheide mich für diesen Emote, weil er einfach... Böse oh, zu den der kommt nice, der kommt nice, der ja. Kommt nice. Hast du noch einen für uns? Den da. Oh mein Gott, Freunde. Für welchen Emote entscheidest du dich, Bruder? Oh mein Gott, Freunde. Für welchen Emote entscheidest du dich, Bro? Also, ich bin ja cool und so, also den habe ich hier auch so mit Dad, dies, das und so.
Okay, der kommt nice, Für mich sind alle Gewinner, denn sie haben den perfekten Emote zur perfekten Skin-Kombination gehabt. Daher würde ich sagen, ich bin gerade unschlüssig, wer jetzt die Minty Pickaxe gewinnt. Ich werde jetzt den Random Picker aussuchen lassen und schauen, für wen er sich entscheidet. Der Gewinner ist Berko. Was geht ab, Mann? Haut rein und schaut rein, euer Buri. Ciao.